Es wird Minecraft gespielt, ja? Geil, 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 Mann. Also das muss man eigentlich öfters machen. Gehen wir mal zu Trimax, meine Freunde. Es tut mir leid, dass ich hier gerade so reingeblatzt bin. Aber ich musste einfach... Ihr kennt das, oder? Ihr kennt das alle. Nö. Man muss da manchmal einfach vollend rein. Revi, hallo. Unser Spawner ist weg. Was? Hä, das alles, was Bug gestern gebaut hat, ist einfach weg. Nö, Bro, no way. Doch. Nö, Bro, ain't happening. Nö, Bro, no. You are fake news. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass... Ich habe gerade... Du crazy bist und dass das bei einigen Zuschauern von mir ist, dass die es nicht mögen. Und das war dein Intro. Ja. Weißt du was? Ey, warte mal, der Nether ist resettet worden. Ich hab's gesagt. Hab ich halt, gesagt? Stopp. Ja, tret ich. Nee. Moment mal. Das und da wird's asozial. Wie kann der Nether resettet werden? Wieso? Was soll das? Alter, hey, es ist alles resettet worden. Wie alles? Auch in unserer Es Welt? Ist... Moment mal, da muss ich aber mal ganz schnell jemand vom IT-Service anrufen. Sag mal, Marcel. Ja, hallo? Ganz kurze Frage. Mhm. Alles aus unserem Nether ist weg. Unser ganzer Fortschritt ist gone. Herr Meier, halt einfach dein Maul. Wie klären wir das jetzt am besten? Also, wenn da kein Safe-Fall da ist, da muss ich alle entlassen. Es tut mir leid. Perfekt, danke. Schönen Abend noch. So, ich habe jetzt mal das ausgesprochen, was keiner sagen wollte. Wenn jetzt der Safe-Fall weg sein sollte, Dann müssen wir das im Creative Mode nachbauen. Wir haben es ja gestern schon gemacht, so ist ja nicht, ne? Das darf man nicht. Doch. Das darf man, das finde ich eher auch verboten. Das finde ich low. Wir müssen es einfach akzeptieren. Ja, aber dann sind wir wieder komplett auf Anfang, Jungs. Der wird nicht nochmal kommen. Der kommt nächstes Mal für was anderes dann irgendwie. Ja, aber Max, das ist das Wichtigste. Ohne die Mob-Farm. Man. Entschuldigung, ich hatte gerade Schmerzen im Fuß. Lügen darf man nicht sagen. Ohne die Mob-Farm sind wir aufgeschmissen. So echt schlimm jetzt? Ist es auch nicht. Romatra, wir kommen nicht voran. Wir kommen wirklich nicht voran. Wir brauchen die XP. Guck mal, wenn wir auf Full Dia möchten, was der nächste Schritt wäre, ja? Dann müssten wir erstmal eine vernünftige Luck-Pickaxe verzaubern, ja? Das braucht 30 Level. Dann müssten wir mehrere Pickaxe zusammen craften. Wir brauchen insgesamt, glaube ich, für eine OP-Spitzhacke, die überhaupt erst der Anfang von allem ist, ja? Bestimmt 120 Level. Und die... Ich habe zugeschaut, wie das geht. Ich krieg das hin. Never. Ich mach das. Romatra, Bro. Du hast gestern in 10 Stunden nichts geschafft. Ihr braucht halt Luck dafür, wisst ihr? Wir müssen halt bestimmt 4 Pickaxes zusammen craften. Nein, ich meine, ich krieg die Range wieder hin. Ich mach das. Ich werde heute Folgendes tun. Mhm. Ich werde einen Lachstümpel bauen und richtig Lachse darin machen. Ja, ist komplett wertlos. Ja, ist wertlos, aber ist mach ruhig. Weil du kannst ja auch nicht mal... Du kannst hier nicht mal... Haus bauen, da oben ungefähr. Warum lachst du? Nee, ist cool. Ich werde mein eigenes Haus bauen. Also bauen wir doch alle jeder ein eigenes Haus. Ja gut, dann würde ich nämlich hier den Bereich mit dem Leuchtturm... Nur so ein kleines Lager einfach nur, wo ich mich besammeln kann. Nee, der Leuchtturm wird der Lagerraum, Max, das weißt du ja, ne? Ich werde eine automatische Eisenfarm mit Villagern bauen. Boom. Gut. Und ich setze mich in der Zwischenzeit mal ganz kurz an ein Lagersystem. Romatra, du müsstest noch mal ganz kurz mit deiner Silk-Touch-Hacke kommen. Hier unten, das wird unser Lager/Enchantment-Raum. Ja, hier wird enchanted und gelagert. Ich mache mir jetzt einfach mal vorsichtshalber. Viele werden jetzt sagen, hey, das ist dumm, Revi, weil wir haben nur noch 3 Diamanten. Ich aber hab total viel Bock. Ihr stimmt mir alle zu, dass ich aus... Wir haben 3 Diamanten. Wir hatten noch 18 oder so. Ja, Max hat ja ein paar verbrannt. Ich habe mir ein paar Schuhe gemacht. Oh Gott. Ne, Romatra, hin und her. Gott, da habe ich 8,5 Stunden gefarmt. Ja, aber du hast auch sehr schlecht. Du hast auch sehr schlecht gefarmt. Ihr habt mich gemobbt. Ich bin am Mobbing gestorben. So, das ist ein ganz ernstes Thema. Ich bin am Mobbing gestorben, Alter. Ja, komm, Alter. Was spricht mit dir mit meiner so ein bisschen Mobbing geht immer, aber ich habe mich verbaut. Die Eisbucket-Challenge mit einem Lava-Eimer zu machen, ist wirklich ein Step zu viel. Dann noch einen riesigen Shoutout an meine Community und auch an die Community von Max. Ich habe das eben gesehen. Richtig krass. Ich glaube, es ist wirklich wieder 2014. Mein Minecraft-Video nach 5 Stunden 220.000 Aufrufe in Echtzeit. Das schmeckt. Ich verstehe es auch nicht, Digga. Ich kann mir vieles erklären auf YouTube, aber damit hätte ich nie gerechnet. Auf jeden Fall, Grüße gehen da raus an meine Community und an die Community von Trimax, Alter. Back to the roots, Leute. PewDiePie ist mein Lieblings-YouTuber. Er hat jeden Tag so... Warum lachst du? Nee, das finde ich süß, dass du es sagst. PewDiePie ist mein Lieblings-YouTuber. Er hat jeden Tag so Try Not to Laugh Challenges oder ein lustiges Commentary hochgeladen. Auf einmal, er bringt seit 2 Monaten so, nur noch Minecraft, nichts anderes. Und sein Kanal explodiert. Macht jeden Tag auf sein Video 10 Millionen Klicks. Ist das insane? Das fehlt uns noch ein bisschen. Wir müssen mehr mit den Charakteren spielen. Das macht er ganz gut, ja? Er hat ja diese ganzen Sven und Pipi Pupo und wie sie alle heißen, Digga. Die ganzen Kreaturen bei ihm, die haben Namen, weißt du? Das fühle ich aber auch wiederum nicht. Und das so, müssen, hab ich's gesagt. Fühlst du gar nicht? Fühle ich nicht, Digga. Mein Hund Kevin, der gehört dazu. Wieso gibt's ihm Namen? Weil das ein Hund ist. Ein Hund kriegt einen Namen. Du hast ja auch einen Namen, Max. Da. So, ich habe jetzt hier, das Lager ist jetzt gleich im Leuchtturm drin, Leute. Da wird alles sortiert werden an den Kisten. Steht dann jeweils... Hallo? Ja? Wollen wir reden, oder? Nee, hier war gerade ein Monster, das einfach...
Keine Ahnung, Alter. Weiß ich auch nicht. Das Problem ist jetzt, Max, ich muss jetzt von dir verlangen, dass du eine Karte lesen kannst in Minecraft. Kann ich? Woher? Okay, Romatra, mach dir ein Boot. Du sitzt bei mir im Boot, hältst die Karte. Max, du fährst uns hinterher. Es ist nicht so, als würde ich... Nein. Max, du... Ey, es ist wirklich unmöglich, Alter. Hier, nehmt euch eure Tränke. Wir brauchen die Tränke nicht. Oh, lasst sie euch jetzt mal benutzen. Ich hab die extra gebraut. Das ist doch Waste. Hier, komm, nee, ich hab unendlich viele davon. Jeder nimmt sich einen Trank. Jeder nimmt sich zwei Tränke. Damit könnt ihr 8 Minuten jeweils unter Wasser atmen, okay? Unterschätzt das nicht. Ja, und nach 8 Minuten auftauchen. Denk an Druckausgleich. Ja. Ich bin ehrlich, die Schatzmission ist so unspektakulär, ist direkt um die Ecke. Kommt ihr mit? Max, bist du hinter uns? Stopp, ich bin rausgefallen, ausgestiegen. Ach, Alter, Junge, du bist rausgefallen, du bist ausgestiegen, du Idiot. Nein, da kann er nichts für. Hier anhalten schon, Romatra. Wow. Also wir sind 1 Meter gefahren. So, und die Karte, warte, das X, wir stehen genau. Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie ausbuddeln. Hier müsste irgendwo was sein, unterm Sand. Ich hab's, die Karte, hier ist die Kiste. Okay, Emeralds und Eisen. Wow, das ist ja voll. Bisschen Heart of the Sea ist ganz nice. Damit können wir einen coolen Beacon bauen. Dann können wir unter Wasser wohnen. Oh, geil. Okay, gut, Jungs, kommt mal mit mir bitte. Jetzt können wir Max tatsächlich benutzen. Max benutzen? Ja, also Max Tränke. Geil. So, jetzt haben wir nämlich hier vorne, guck mal jetzt hier unter uns, nämlich nochmal ein Schiffswrack. Seht ihr das? Oh mein Gott, wie geil. Das finde ich geil. Jetzt aussteigen, aber erstmal jetzt den Trank nehmen und dann reintauchen, Jungs. Auf geht's. Komm. Oh mein Gott, das ist viel zu viel mechanikmäßig. Ich habe den Trank genommen und tauche jetzt, okay? Ja. Wir können jetzt 8 Minuten unter Wasser atmen. Gut, wir haben auf jeden Fall das Heart of the Sea, das ist ganz nice, das können wir gut benutzen. Wow, hier ist ein Zombie, unter Wasser? Ja. Mhm. Wir haben jetzt Karotten, Max. Damit können wir Villager vermehren, oder? Ja. Max, wir haben jetzt Karotten seit neuestem. Neue Sachen zum Anpflanzen für dich. Kannst du Karottenfeld bauen. Aber guck mal hier links, Romatra. Creeper. Kennt ihr den einen? Oh, man. Was? Oh, warum? Ich habe gerade auf mein Handy geguckt beim Fahren, das ist gefährlich. Bad boys, what you gonna do? Romatra? Ich glaube, wir müssen eine Hinrichtung vollziehen. Ja, was denn? Max, du kriegst jetzt tot durch Amboss. Du kriegst jetzt tot durch Amboss. Du kriegst eine Minecraft-Strafe. Ich muss erstmal wieder fertig anpflanzen hier. Max hat gerade geklaut. Ja. Und alles in eine private Kiste gepackt. Lächerlich. Max. Lächerlich. Max klaut alle Erze. Trimus hat eine Geheimtruhe. Wir sind hier ein kommunistisches Land und es wird alles gleichmäßig geteilt. Wir haben insgesamt 40 Diamanten. Davon habe ich 20 klar gemacht und ich krieg nicht einen. Du hast keinen einzigen geöffnet. Ja, durfte ich nicht, weil ich nicht die richtige Axt habe, weil ich kein Eisen habe. Ich hab nicht mal eine Rüstung. Ich bin nackt. Ich verkack gegen den Skeleton im Nahkampf. Ey, Max, Alter, du kannst ja nicht einfach stealen. Wir haben doch hier Regeln. Ich hab eine Rüstung einfach nur. Gut, wo geht's hier runter, Max? Zeig's mir. Bist du hinter mir? Hast du genug Essen dabei? Max! Ja, aber ich hab Bock. Was denn? Max! Wie konntest du so schnell finden, du Scheißkerl? Digga, was ist denn das für ein Versteck, wenn da 2 Cobblestones in der Wand sind, Alter? Romatra, Junge, der hat einfach eine Kiste hinter der Wand versteckt mit Cobblestone, wo jeder Depp es direkt erkennt. Du meinst, wo normaler Cleanstone war so drumrum und da waren 2 Cobblestone-Dinger oder was? Ja, und er fragt mich, wie konntest du das so schnell herausfinden? Max, ja, Alter! Mann, ey, so ein Scheiß aber auch. Komplett lost. Wenn man zu viele Lava-Eimer hat, brennt man automatisch. Also, dein Inventar, also quasi... Ja. Du glaubst, dass die Lava sich aus deinem Inventar auf deinen Skin überträgt? Wenn man zu viel hat im Nether, glaube ich ja, dass das irgendwie ein Zusammenhang war. Oder beim Befüllen, dass man irgendwie eine 20%ige Chance hat, dass man... Alle schreiben, dass du in die Lava reingelaufen bist. Das ist witzig, ne? Ja. Alle wissen, dass es nicht stimmt. Doch, ich glaube schon, dass alle wissen, dass es stimmt. Okay, weiß ich nicht, von wo ich gekommen bin. So, Leute, ihr könnt jetzt wetten, Leute. Schaffe ich es lebend aus dem Nether wieder raus? Auf keinen Fall. Eine Ewigkeit später. Kein Bock, dich die ganze Zeit hin und her zu eskortieren, nur weil du schon wieder verbrannt bist. Bitte. Ach, Mann. Max. Ich werd mich revanchieren. Ich mach danach, was du möchtest. Nee, machst du eh nicht. Doch. Sag mir was. Such das und das. Ich bin weg. Du siehst mich nie wieder, bis es da ist. Mann, Alter. Jetzt muss ich hier wieder so eine Rettungsmission für diesen blöden Fisch machen. Bitte, ja, genau. Und jetzt hast du nämlich verkackt. Weil du dich nämlich wieder über meinen Sprachfehler lustig gemacht hast, bist du jetzt raus. Jetzt bist du raus. Hier ist nirgendwo Essen. Ich schrei gleich. Ich brauche jetzt schnell Essen. Oder Max, hier. Hinter dir, mein Gott. Ja, ich komme jetzt. Hinter dir! Mein Gott, du dämlicher Fisch! Schon wieder tot? Das Essen lag hinter dir, Alter! Wie soll ich da nicht ausrasten, Alter? Sag es mir! 12 Sekunden später. Ey, Max, Alter, ich schwör's dir, ne? Du hast gar keinen Plan, wo du lang bist, oder? Doch. Ich bin auf einer ganz heißen Spur. Digga, meine Orientierung ist insane. Max, ich hab dir gesagt, farm Sand. Du sagst nein. Dann gehst du mit 70 Eisen in den Nether und verlierst alles. Was machst du hier, du Bot? Es ist nicht Fortnite, was tust du? Du brennst! Oh mein Gott! Max, wo müssen wir lang? Nein! Ist hier irgendwo in der Nähe. Ich bin hier eben gerade noch lang gekommen. Da hinten, ich hab's! Ist es. Komm, 5 Minuten sind noch nicht rum, oder?
wie viel Zeit ist um? Komm her, Max. Ich bin da. Ich hab deine Sachen. Oh mein Gott, nice. Ich hab sie. Ich hab sie. Gib mir das Eisen, Max. Gib mir das Eisen zurück. Das brauchst du nicht. Ich nehme das mit und sicher ist. Eisen. Junge, Junge, Junge. Bist du ein Holzkopf? Was ist gerade passiert? Im Leuchtturm ist ein Creeper explodiert. Clip. Ey! Ihr leuchtet den Scheiß nicht aus. Ich sag euch seit Monaten. Ey, Digga, Alter, leuchtet das Maul. Da stehen überall Fackeln, Mann. Leuchtet. Ich hasse dich, Alter. Im Leuchtturm gespawnt. Im Leuchtturm. Ey, du bist so ein Wichser, bist du, Alter. Ihr seid beide schlechter als ich in dem Spiel. Boah, ich hasse dich. Ich bring dich jetzt um. Ich komme jetzt aus dem Nether raus. Ich bin so wütend. Ich bring dich jetzt die ganze Zeit um. Ich spawntrappe dich jetzt an dein Bett, Alter. Ich mach neben dein Bett Lava, damit du nie wieder spielen kannst. Max, Alter, warum? Es ist nicht mein Fehler. Was hat er gesagt? Rumatra hat Dynamit auf mich geworfen. Ja, ja. Weil ich Rumatra nicht fassen hat Dynamit auf mich geworfen. Guck dir den Clip einfach an. Leute, schickt dir den Clip. Das f***t mich unnormal ab. Weil ihr diesen Dreck nicht ausleuchtet. Das macht mich so sauer einfach. Hat er die Tür offen gelassen? Er ist im Leuchtturm gespawnt. Hört ihr mich? Er ist durch die Türe. Er ist. Ey. Schnell. Wo seid ihr? Rumatra, alle herkommen. Wie viel ist kaputt gegangen? Alles. Nicht viel. Es ist wirklich alles. Nein, es ist nicht viel kaputt gegangen. Ja, zwei Kisten halt, ne? Ey, Max, das Junge, ich hab mir nicht gemerkt, was das für Kisten waren. Hier sind noch Kisten drin, hier sind noch Kisten drin. So, Max, das sortierst du jetzt alles zu, du Assi. Mach mal bitte, dass hier keine spawnen, das ist ja richtig. Es spawnt nichts! Der ist dir hinterhergelaufen, Mann! Du hast dich nicht gesehen? Ich hab ganz viel XP, das für die Töten. Ey. Ich kann es ruhig wieder einsortieren, aber... Du sortierst denn? Es richtig wieder ein. Nach Essen? Blumen und Rest. Ey, du hast die Bücherregale gesprengt. Alter! Er hat zwei Level! Was hat er gedacht? Leuchtet ich guck jetzt. Ihr habt es nicht ausgeleuchtet? Mann, der Creeper ist dir hinterhergerufen! Mann, ich höre nichts, du übersteuerst total. Der ist dir hinterhergerannt, Alter. Der Creeper ist dir mit deiner Fettfresse hinterhergelaufen in das Haus. Der hat unsere Bücherregale gefrackt. Kann er überhaupt in der Nähe von uns spawnen, wenn er überall spawnt? Der kann ja nicht spawnen, der ist dir hinterhergelaufen, Mann. Irgendwo von einem Berg, wo du dein bekacktes Müllhaus baust. Hier sind überall Fackeln. Hier spawnt nichts, Junge. Hier spawnt nichts. Hier spawnt nichts. Ich hab noch ein halbes Leben. Stopp. Alter. So, ich schau mir diesen Clip an. Warte. Das war ich nicht. Ich hab... Mach einen Clip, schick's Revi. Sag mir, dass ihr nicht Schick's Revi. Er ist hier hinterhergelaufen. Revi, komm, du musst auch mal ehrlich sein. Okay. Das ist okay? Die Tür, die du offen gelassen hast, ist dir einfach reingerannt. Vor allem, du siehst ja, wo das Loch ist. Das Loch ist an der Tür. Max, der Case ist closed. Du bist ein Bot. Ey, Max, du hast einfach alle Schafe umgebaut, statt eine Schere zu benutzen. Ist dein Ernst? Das sind doch meine Schafe. Finger weg von meinen Schafen. Das ist doch nicht dein Schaf. Was baust du da hinten ein, Digga? Das sieht aus wie der Bunker. Das ist alles, was du mich... Ich hab dir alle Fragen gestellt und du hast mir so gesagt. Ja, du hast ein viereckigen Scheißhaus gebaut. Mit auf einer Stütze in den Berg mit Glas. Ey, oh Mann, kannst du bitte wenigstens dafür sorgen, dass wir genug Schafe haben? Ich muss jetzt so viel Glück haben wie noch nie in meinem Leben. Seid ihr bereit? Nö. Ich habe 5 Eier. Ich habe ein Huhn gefangen und habe 5 Eier. Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Ei ein Huhn kommt? 1 zu 8, glaube ich. Also bin ich bei etwas über 50%, dass ein Huhn rauskommt. Richtig. Also wenn jetzt hier kein Ei rauskommt, bin ich richtig sauer. Kein Huhn. Max, hast du das Huhn ausgebrütet? Das Ei? Was hast du damit gemacht? Was muss man machen mit dem Ei? Du legst es halt am Boden und dann kniest du dich halt... Nein, verarscht. Okay. Gut, ich weiß, dass dann halt nicht. Da kommt Hühner raus. Dann mach das, Digga, und dann wirst du merken, es wird kein Huhn rauskommen, weil die Meter sind nämlich geändert. Ja, hab ich dir gecallt. Waste ruhig alle Eier, Digga. 1.14 ist andere Version, aber ist egal. Mach, was du meinst. Hat irgendjemand noch Eier? Hast du jetzt alle auf den Boden geworfen? Ja, ich rede. Digga, warum hörst du denn nicht auf mich, Alter? Ich weiß, dass es richtig ist. Ja, dann mach halt, wenn du meinst. Bro, das hat so dumm. Ich verstehe das manchmal nicht. Ehrlich, Alter. Guck mal, ich spiele dieses Game so f***ing lange schon. Schnell pennen, zack. Nein, nicht pennen. Schnell pennen, schnell, meine Betonung. Ich penne jetzt nicht, weil ich mein Ding hier bei Nacht sehen möchte, meine komische Schaltung, die ich hier gebaut habe, du Assi. Ich lieg die ganze Zeit im Bett. Bitte. Nein, ich gucke jetzt meine Redstone-Schaltung an. Bitte, wirklich bitte. Nee, ihr müsst jetzt mal bitte mitgucken, Alter. Ich habe jetzt eine Stunde dran gearbeitet. Ihr schaut euch das jetzt an. Boah, es dreht sich halt einfach, lässige Sache. Ist geil, oder? Ist geil, ja. Sehr geil, Alter. Sehr, sehr geil, Leute. Der Leuchtturm steht. Guckt euch das mal an. Bitte. Max macht mit den Creepern Terraforming in unserer Base. Ey, ganz ehrlich, das sieht schon lässig aus, oder? Das sieht schon lässig aus, auf jeden Fall. Mein Pferd ist nicht angebunden. Wer hat mein Pferd ab... Max, wollen wir talken? Weiß ich nicht. Ich wollte mir gerne mal angucken, aber irgendwie... Was hast du mit meinem Hund gemacht? Gar nichts. Wer hat mein Pferd freigebunden? Gut. Max, wieso lässt du Furry frei? Weil das Ding Furry heißt, Junge. Was sollt ihr jetzt im Ernst sagen? Ey, hört mal auf, mich hier zu jabaden, alle ihr Assis. Max, tut mir leid, dass ich gerade da runtergeschubst habe. Mein Hund lebt ja noch. Ja, klar. Ja, aber Furry, hat ihn umgebracht. Furry ist gleich weg. Also ich muss sagen, der Leuchtturm ist 8 von 10 geil. Warum nur 8 von 10? Um dich zu triggern.
Arschloch. Ich kann dir, wenn du möchtest, eine Ruhmtour geben. Ja, ich komme mal hier hin. Was ist das hier? Wer ist das? Hat keinen Namen. Das ist Huhn. Hühner haben keinen Namen. Das ist Dieter und Dieter bleibt jetzt da wohnen. Ist das klar? Hühner haben keinen Namen. Was ist das denn hier? Komm her, komm her. Alter. Ich habe es in den Felsen reingebaut. Die Lage ist super. Du hast es nicht in den Felsen reingebaut. Es ist nicht schlecht für mich. Ich habe ein Bett eigenes gebaut. Guck hier, guck. So. Junge. Und dann habe ich meine Truhe. Ja. Crafting Table, kennst du, klar. Leiter, Laternen, ja. Mauernblöcke, alles mit dem schönen Stein. Mhm. Und aber guck dir jetzt mal von hier oben die Aussicht bitte an. Ja, die ist vom Leuchtturm auch ganz geil eigentlich. Die Aussicht ist gut, also für die Lage. Alter Max, wollen wir talken? Ja. Es ist für das erste Haus, es ist wirklich nicht schlecht. Und für das erste Haus, wie viele Punkte würdest du es geben? So, Schulnoten. Schulnoten, es ist ein ausreichend. Eine 4? Ja. Eine 4? Ja. Das ist mein allererstes Minecraft-Haus. Ja, hast. Aber Digga, das tut mir leid. Ich habe die Blöcke, genommen, die du gesagt hast. Du hast gesagt, was ist Boden geil. Ich habe den das genommen. Ich habe gesagt, was ist für die Wände geil? Ich habe das genommen. Ich habe zuerst Glasdinger gemacht. Okay, und dann die drei Minus. Laternen selber gemacht. Ich habe Stunden dran gesetzt. 6 Punkte im Abi, okay? Ne, 7. Ich würde mir, ich würde mir, no joke, 11 Punkte geben fürs erste Haus. 11 Punkte, Alter? Fürs erste Haus, guck mal, mit der Stütze, da ist eine Stütze in einer anderen Farbe. Du musst auch mal auf die Details achten. Junge, wenn du die jetzt aus Holz und gemacht hättest, sowas, Alter. Du hast Küste, Punkte. Du hast Landwirtschaft, du hast einen Leuchtturm im Hintergrund, es geht auch um die Lage. Ich hätte mein Haus überall hinbauen können, aber ich hab's hier hingebaut. Das Haus an sich würde ich auch nur eine 3 geben. Aber das Haus kombiniert mit der Lage. Ja, aber Digga, guck mal, die Einrichtung, Alter, das ist ja ein riesiger Raum, Max. Ja, danke. Und du hast ja nicht mal eine Stufe, guck mal. Man doch, muss. Man aus, man stell Haus dir mal, nee, stell dir mal Distanz. Vor. Nee, warte mal, stell dir mal vor, du musst. Mal auf Distanz, so auf 300 bis 400 Meter entfernt, sieht das echt geil aus. Was? Stell dir mal bitte vor, Alter. Du musst hier springen, um aus deiner Tür rauszukommen. Was ist das für ein Haus? Da gehört eine Treppe hin, Junge. Stell dir vor, du willst hier raus, du stehst morgens so auf. Warte, pass auf. Wir spielen das Szenario jetzt einmal durch, okay, Max? Du stehst auf morgens. So, stell dir vor, du liegst so im Bett morgens, ja? So du lieg ich im Bett. Du liegst hier so morgens. Warte. Ja, Alter, geil. Erstmal frühstücken, dann gehst du an deine Kiste. Oh, nichts zu essen drin. Glas drin. Naja, egal. Dann esse ich halt das, was ich im Inventar habe. Ist auch gut. So, dann Aussicht genießen. Erstmal kacken gehen. Oh, ich muss dafür den Boden abbauen. Egal, ich habe jetzt hier eine Klappe, da kann ich schießen. Ist geil. Guck, ich habe Blut. Macht nichts. So, dann die nächste Sache. Oh, Alter, hast du gerade Blut gepisst? Ja, dann gehe ich erstmal. Sonntagmorgen bei dir. Geil, absolut. Dann gehe ich erstmal hier oben auf die Dachterrasse und denke mir so, boah, voll geil. Aua, bin runtergefallen, mir fehlt der Zaun. Naja, egal, gehe ich wieder rein. So, dann bin ich in meinem Haus drin. Und dann, jetzt kommt's, ich will hier raus. Fuck. Ich habe hier die Beine gebrochen. Ich muss springen, um aus meinem Haus rauszukommen. Da fehlt doch eine Stufe. Guck mal, Max. Und das sind die... Ich dachte echt ganz kurz, das Gleiche, was du gebaut hast. Hey, was soll ich jetzt verpassen? Starkes Haus, aber wirklich...